So, und herzlich willkommen zu Part Nummer 2. Ich bin jetzt wieder am Abgrasen von den Sachen. Wo man hier auch ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man sich nicht rumdreht. Ich habe jetzt einmal geerntet, habe mich rumgedreht und dementsprechend hat sich das dann wieder resettet. Das bedeutet, wenn du aberntest oder hackst oder irgendwas machst, dann bleib am besten auch dabei. So, ich brauche Baumwolle für den Herrn Locke. Dann will ich noch einmal Weizen und ich denke mal, wenn wir da noch eine Karotte hinmachen, sind wir eigentlich mit dem, was wir haben, gut bestückt. Brauchen einen Eimer, das ist ganz gut, ja. Wir können jetzt unser Haus verbessern und ein neues Rezept. Oh, das Haus sieht wirklich gemütlich aus. Neues Rezept, Faden etc. etc. Oh, super. Wir können jetzt unseren Hammer verbessern. Haben auch alles dafür. Dann brauchen wir nur noch zwei Schläge. Und einen großen Brunnen und ein neues Gebilde und einen Kamin. Oh, super. Stoff will der Locke haben. Das bedeutet, er braucht 5x Faden. Für 5x Faden brauchen wir 10x Baumwolle. Okay. Und was braucht die Küche? Die braucht 5x Metall, 50 Steine und 30 Holz. Das ist aber machbar. Ich will mal gucken, kann ich den Kamin schon bauen? Dafür brauche ich noch Metall. Okay. Und was braucht der verbesserte Dingsbums? Der braucht Seile. Okay, für was brauche ich die Seile? Kann ich da schon welche herstellen? Nein, okay. So, wen haben wir denn hier? Ich weiß schon, wer es ist, aber... Oh, da hat irgendwas nicht ganz geklappt. Okay. Wunderbar. So, wer bist du? Hallo, wer bist du? Willkommen auf meinem Restaurantschiff. Brr, ich bin Bram, ein Guido-Koch. Der Bekannte dieser Galaxie. Ich reise von einem Planeten zum anderen, immer auf der Suche nach den besten Zutaten. Möchtest du mein Küchenhelfer sein? ... Sehr gerne. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das sollte, glaube ich, der Marco sein. Du wirst viel lernen. Bring mir die Zutaten, die ich brauche, und ich werde dich unterrichten. Okay. Dieser kleine See ist wunderbar. Fisch ist die Hauptzutat vieler meiner Gerichte. Ich kann dir immer frisch gefangenen Fisch liefern. Brr, die Einstellung habe ich mir gewünscht. Ciao, du kannst eine Angelroute wie diese hier herstellen. Wunderbar, neue Mission. Stelle eine Angelroute und fang einen Fisch für Bram. Okay, was kann ich denen verkaufen? Der will meine Pilze haben. Die behalte ich aber mal. Heidelbeer, Baumwolle, Larve, nein, die Larven, ich brauche das alles noch. Kann ich was bei dem kaufen? Ja, aber ich habe nicht so viel Geld. Ah, das kriegen wir noch hin. Gut, dann haben wir den Bram schon mal kennengelernt. Wunderbar, der taucht auch hier auf. Super. Ah ne, der wird mit 2 R geschrieben. Oh, ich habe mir nämlich eben einen Titel aufgeschrieben. Schon wieder. Und da habe ich halt voll verkackt. Naja, auf jeden Fall passt das. So, da ist eben sein Ressort. Ich finde es cool. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, mir gefällt das Spiel eigentlich sehr. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, da werde ich noch auf jeden Fall einiges tun müssen. Um euch mal kurz den Level 2 Hammer zu zeigen. Wir brauchten immer 3 Schläge. Mit dem Level 2 Hammer brauchen wir jetzt nur noch 2. Das geht dann auch viel schneller und kostet nicht mehr ganz so viel Energie. Das ist schon mal ganz praktisch. Das geht natürlich mit allen Sachen so. Das bedeutet auf Level 1, 3, 3-mal hier, zack, zack. Abernten und auf Level 2 natürlich 2-mal und auf Level 1 brauchst du nur noch einmal draufhauen. So, ein paar Pinienkerne. Und wenn die dann wieder wachsen, kann ich dann
Wunderbar, Holz ernten. Ich versuche die einfach so nah wie möglich dran zu setzen, dann muss ich die verschiedenen Bäume nicht unter Feuer setzen. Dann geht das nämlich auch ganz einfach. So, 5 Stück. Sechs, was habe ich gesagt? 7 bis 8, ne? Gut. Ja, ich denke mal, bei 7 sind wir in einem guten... Sind wir in einer guten Konstitution, dass wir das einfach gut abernten können. Die haben wir, wunderbar. Hier haben wir auch 2 Beeren. Ansonsten können wir nichts pflanzen. Also Bäume, das sind halt Feldfrüchte, die können wir nur... So, das weg. Das weg. Mach ich mal die ganzen kleinen Steine hier weg. Wunderbar, Kristall gefunden. Das brauchen wir später. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit, Mr. Locke. Entschuldigung. Ich kann dir auch noch nichts verkaufen. Oder? Warte mal, doch, die Giftpilze kann ich dem Penner verkaufen. Dem Herrn Locke. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, 2 Stück davon. Golderz. Ja, brauchen wir später erst noch. Silbererz auch. Limac, vertraue mir, den behalte ich erstmal. Aber wenn ich auch einmal ins Mikrofon gehe und ich euch damit auch zum Gehen bringe, dann muss mir irgendwas einfallen. Okay, der Kleine ist erschöpft. Das macht aber nichts. So, ein Stoff. Wie viel Baumwolle habe ich eigentlich? Okay, ich brauche einen Faden für eine Angelrute. Für einen Faden brauche ich 2 Baumwolle. So, Baumwolle habe ich abgeerntet, deswegen konnte ich die beiden verwenden. Habe ich hier 2 Stück drin, das ist soweit auch ganz gut. Damit das schneller geht, nehme ich den Eimer und gieße den Kram mal. So, das geht jetzt natürlich auch schneller. Bis zum gewissen Grad und dann könnten wir es eigentlich noch mal gießen. Die Frage ist halt, brauchen wir das? Obwohl, warte mal, wenn ich das jetzt noch einmal gieße, dann müssten die beiden relativ zeitnah ready sein. Nee, na ja, komm, ist egal. Achso, der ist erschöpft, kann nichts machen. Okay, so, erst noch mal eine Runde schlafen. Das Schlafen frisst hier aus irgendeinem Grund keine Zeit. Fragt mich bitte nicht, warum. Von daher, jo. Achso, ja, ich muss mich ja dran gewöhnen, dass ich ja von vorne angefangen habe. So, wir haben jetzt 3 von den Dingern. Wir haben jetzt auch eine Angel, das ist ganz gut. Wir brauchen Stoff. Wir müssen eine Küche machen. Was haben wir denn hier? Ja, das passt. Das lassen wir erstmal schön bauen. Okay, dann machen wir hier einfach noch ein bisschen was weg. Am Anfang müssen wir uns ziemlich viel um die Nutzpflanzen kümmern. Das läuft ganz gut. So. Ach, wenn ich Seile bauen kann, wird das schön. Glaub mir. Dann kriegen wir keine 3 von den Dingern. Und dann mehr. Weizen, Baumwolle, Karotten habe ich eigentlich genug. Ja, Baumwolle von dem Faden brauchen wir. Von der Baumwolle brauchen wir relativ viel. So, 4 Stück. Machen wir 2 Fäden draus. Erstmal. Wunderbar. Super. So, und wir müssen... Angelrute haben wir. Genau. Das bedeutet Stoff. Genau, okay. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch ein bisschen für Bram angeln. Kriegen wir aber hin. Kurzer Tipp. Das ist so ein Quicktime-Event. Wenn du hier hinten gehst, ist das Ding am kürzesten, glaube ich.
Und von daher, ich verkack's, egal wie oft ich übe. Ich habe ein bisschen Übung, aber ich kann nicht garantieren, dass es immer klappt. Hier ist jetzt eine Null, das bedeutet, die Fische müssen erstmal wieder respawnen. Haben aber zwei Fische. Super. Hier sieht man auch das Häkchen. Das bedeutet, da sind wir schon mal fertig. Wunderbar. Hier brauchen wir noch Metall, Stein und Holz. Gut, ich würde meine Energie jetzt leer machen, indem ich einfach noch ein bisschen Steine hacke. Aber ich fokussiere mich erstmal auf diese Mini-Steine hier. Dann sind die nämlich weg. Warte mal, wie viel von dem Pinienkern habe ich? 5 Stück. Okay, da muss ich mich noch nicht drum kümmern. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, die sind auch am Laufen. So, jetzt will ich aber mal gucken. Gibt es hier noch irgendwo kleine Steine? Ja, hier. Ich gehe gleich auch mal zum Guido, dass wir die Quest auch fertig kriegen. Also ich habe es auch schon mal im Privatspielstand probiert. Diese großen Steine kriegst du nicht weg. Die sind fest dort verankert. Auch hier die. Ja, die sind einfach da. Die kriegst du nicht weg, egal wie oft du drauf klopfst. So, Guido. Bram, Entschuldigung. Hier, Fisch besser Qualität. Ah, so frisch. Bring mir mehr. Ich bezahle gut für jeden von ihnen. Das ist gut. Du bist zu selbstsicher. Wie meinst du das? Deine Felder sind nicht gegen Krankheiten oder Schädlinge geschützt. Du hast recht, manchmal stehen Monster meine Ernte. Auf meinem Planeten Kuh schützen wir unsere Felder mit Holzzäunen. So sichern wir unsere Ernte. Das ist eine tolle Idee. Ich zeige dir, wie man Zäune baut. Dann mache ich mich an die Arbeit und baue 5 Zäune. Gut. Baue 5 Zäune. Kann ich eigentlich auch direkt machen. Aber ich werde die Felder jetzt nicht einordnen mit Toren und so ein Kran, das brauchen wir nicht. Ich werde hier einfach an der Seite so 3 Stück machen, so dass es ein bisschen hübsch aussieht. Und dann passt das schon. So, hier können wir Zäune bauen. 1, ja, hier so an der Seite vielleicht. Habe ich genug Holz für den ganzen Kram eigentlich? Ja, komm, das sieht so ganz gut aus. Hier noch an der Seite und dann sollte das gehen. Nein, ich habe kein Holz mehr. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus und 5 Pinienkerne habe ich noch. Ich brauche aber noch ein paar mehr. Ich hätte gerne mindestens 10 Stück. Wo ist denn jetzt diese spezielle Regenwolke? Es gibt nämlich nur es gibt mehrere Wolken, aber es gibt nur eine Wolke, die Regendinger fallen lässt. Hier ist die nicht. Die ist es auch nicht. Die ist das. Okay, einfach mal hier drüber. Dann hier hin. Wunderbar. Und wo ist die nächste Regenwolke? Hier nochmal drüber. Dann ist der Käse auch gegessen. So, ich möchte jetzt mal in die Oase und nochmal ein paar Pinienkerne anzapfen. Die verpuffen nämlich noch nicht. Ich habe nichts gesagt. Das meinte ich, die verpuffen nach einer Zeit. Oh, komm schon. What? Was war das? Okay, ich will mich nicht beklagen. So, erstmal abernten. Weil das Abgrasen oder beziehungsweise das Holzfällen wird ja relativ einfach gestaltet hier. So, von denen noch 2 Stück ernten. Und hier können wir noch einen Weizen ernten, dass wir da auch unseren Bestand etwas verbessern. Hier noch ein paar Beeren sammeln. Super. Wunderbar. So, der Guido ist fertig. Jetzt baue ich noch ein paar Holzzäune. Ich denke mal, hier an der Seite baue ich auch noch mal 3 Stück hin. Ah nein, ich brauche erst Holz, ich Idiot.
So, es regnet nicht mehr. Das bedeutet, ich kann hier Feuer machen. Nehme ich mal eine Fackel. Und dann verursachen wir einen kleinen Waldbrand. Ja, erstmal super. Aber wie können die denn genau jetzt angreifen? Ist irgendwie ein bisschen doof, dass er die Dinger nur einzeln einsammelt. Ja, klappt's noch? Ja, gerade so. So, sind glaube ich aber auch teilweise immer am Anfang die gleichen Monster. Wenn wir zu viel Hunger leiden, kriegen wir auch Damage. Ach Mist, ich habe ja keinen Fokus hier. Mist. Aua! Du Ratte, das hat gesessen. So. Naja, nochmal eine Karotte essen. Und noch eine Beere. Und hier mal schnell aufsammeln. Kann nämlich der Locke gebrauchen. Da ist es super. Hier sind nur noch zwei kleine Steine. Wunderbar, dann sind die auch weg. Oh nein, der Akku ist erschöpft. Okay. Macht aber nichts, wir haben genug. Ja, kann eigentlich nicht klagen. So, nochmal eine Karotte essen. Super. Und nochmal eine Runde pennen. Schön, läuft, läuft ganz gut. Ist eigentlich auch ganz gut, dass wir das mit dem Feuer und dem Holz so machen. Und dann haben wir nämlich natürlich auch wesentlich mehr... beziehungsweise haben wir wesentlich weniger Dingsbums. So, hier noch zwei Zäune theoretisch. Ich kann eigentlich hier drei bauen. Dann sieht es, dann habe ich auf jeder Seite ungefähr drei. Sorry Moon, jetzt nicht. So, jetzt hier. Nee, war's Feuer. Hm? Ja, dahin. Da kannst du landen. Da kann die Kleine landen. Du. Hi Moon. Hey. Hey. Jetzt brauche ich Informationen über die Monster. Es gibt hier eine Art von nachtaktiven Fledermäusen. Ich brauche deine Hilfe, um eine Probe ihrer Flügel zu nehmen. Ich werde sie erfolgreich bekämpfen. Super. Hol einen Fledermausflügel und bring ihn Moon. Wunderbar. Schön. So, ja, schön. Jetzt kann ich nochmal abernten. Und dann kann ich auch gleich nochmal ein paar Teile sammeln. Wo ist denn der Brunnen? Ist das der Brunnen? Eigentlich nicht. Der ist mir nämlich zu nah. Wenn da nämlich mit dem Feuer irgendwas passiert, gibt es Ärger. Ja, der Brunnen hier, der ist ganz in Ordnung. So, ja, wie gesagt, 7 Stück ist eigentlich eine gesunde Zahl. Ist auch eine biblische Glückszahl, von daher kann man eigentlich damit nichts verkehrt machen. So, die Moon hat uns einen Auftrag gegeben. Jetzt ist die auch gleich wieder weg. Kann die leider nicht zu nah pflanzen. Was nicht so schlimm ist. Kann die nah genug pflanzen, von daher. Tschüss Moon! So, wie viel haben wir denn hier? 5. Dann würde ich sagen, hier noch einen hin. Hä? Da, ja, dahin. Super, und hier hin. Genau. So, ich muss auch mal mir ein bisschen aufschreiben, beziehungsweise nicht unbedingt aufschreiben, sondern auch ein bisschen merken, dass ich doch, wenn ich 7 Stück immer pflanze, dass ich an den Pinien irgendwann auch mal so viel ernte, dass ich mehr Pinienzapfen ernte, als ich setze. Damit wir diesbezüglich dort auch mal eine Steigerung kriegen. So, Metall, Stein und Holz. Okay, dann würde ich sagen, kümmere ich mich gerade mal ein bisschen Stein. Habe ich hier noch irgendwo kleine Gammelsteine rumfliegen, die dann weg können? Ja,
Und Silber gefunden, wunderbar. Wir können das später zu Barren machen. Das kriegen wir dann aber auch später von jemandem gezeigt. Hier. Da sind noch kleine Steine, diese ganz kleinen. Oder? Kann man den weghauen? Nein, kann man nicht. Okay. Dann nicht. Hier kann man auch später noch was anderes bauen. Das, hier sieht man, dass da irgendwas drin ist. Das zu gegebener Zeit. Geht das hier? Nein, okay. Ich weiß so in etwa, so Pi mal Daumen, was drin ist. Oh, Meteoriten. Schnell, dreh den Planeten, um zu verhindern, dass irgendwas kaputt geht. Ja, wir kriegen immer irgendwie... Wir sind auf jeden Fall, ist es halt so, um den ganzen Kram zu verstehen, wirst du auch später noch, werden wir auch später noch erfahren, wir sind mit dem Planeten irgendwie verbunden. Das bedeutet, der Planet kommuniziert mit uns. Und deswegen haben wir diesen sechsten Sinn, diese ganzen Warnungen. Das merkt man auch später, wie stark der kleine Akku, erstens wie alt der Akku ist, kriegt man später mit. Und zweitens, wie stark der... die Verbindung zu dem Planeten ist, was für Auswirkungen es hat. So, wir haben mehr als genug Steine. So, warte mal. Kann ich eigentlich schon, habe ich schon genug Stoff für den? Nee, ich glaube, ich habe noch nicht genug. Es müssen jetzt zwei Fäden, drei sogar, aber nicht genug. Gut, gehe ich nochmal angeln. Mist, verkackt. Ja, das wird öfters kommen. Mist, ich habe keine Larven mehr. Aber dafür kann ich den Pilze verkaufen. So, dir fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Das ist aber kein Problem. Der hat auch nicht unendlich viel dabei. Aber ich würde dem trotzdem gerne das Eisen alles ab, das Eisen so gut ich kann abkaufen. Das kann er haben. Die giftigen Pilze kann er aktuell haben. Den Rest kriegt er noch nicht. Dafür nehme ich aber noch mal die letzten zwei Metallbarren. Dann haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Dafür, dass wir 0 Gold hatten, haben wir jetzt 9. Und haben das Metall, was wir brauchen. Dann muss ich nämlich nicht unendlich viel Metall ernten. So, hier Baumwolle noch mal rein. Oh, ich glaube, ich könnte sogar Glück haben. Ah, Mist, 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 Mist. Ich habe nur eins. Ach, das hätte ich nicht einpflanzen dürfen. Shit. Nicht toll, nicht toll. Wir haben keine Larven mehr. Damit können, müssen wir warten, bis der Guido kommt, der Bram kommt. Okay, bei dem müssen wir auch warten. Das können wir auch ausbessern. Das kommt aber später. Das hat auch seinen Sinn. Werden wir auch später noch kennenlernen, was das mit diesem Altar auf sich hat. Es fehlt eigentlich nur noch Holz. Wunderbar. Auf jeden Fall das Let's Play nicht unendlich in die Länge zu ziehen oder noch nebenher extrem viel Farmarbeit zu haben. Macht es einfach Sinn, hier dem Herrn Locke so gut es geht auch die Sachen zu abzukaufen. Ich meine, Geld ist ja ein Handelsmittel. Und nichts, was man sich ansparen sollte oder was man ansparen muss und braucht. Von daher passt das schon. Lass mich mal ganz kurz gucken, was kann ich denn noch machen? Das wächst, ja. Der Brunnen muss auch noch erst wachsen. Ansonsten haben wir jetzt auch keine kleinen Steine mehr, die wir weghauen können. Hier respawnen auch keine mehr, obwohl das könnte... Nee, das habe ich schon probiert. Das geht nicht. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das bedeutet, ich könnte jetzt eigentlich nur noch sinnlos meine Energie vergeuden und dann nochmal pennen gehen. Vielleicht finden wir noch was anderes außer Steine. Ja, Metall. Super. Wunderbar. Und Silbererz. Schön. Läuft doch ganz gut, läuft doch ganz gut. Ja, wie gesagt, Steine brauchen ist das, was wir noch brauchen. Jetzt brauche ich aber auch noch was zu trinken.
So. Und der Kleine braucht was zu essen. Das kriegen wir hin. Da sind wir dran. Da müssen wir warten, bis der Bram wieder vorbeikommt. Und da müssen wir warten, bis wir von Fledermäusen angegriffen werden. Ja, Bären. Bärenfrühstück für ein paar Aminosäuren ist eigentlich ganz gut für den kleinen Mann. Einseitige Ernährung ist schlecht. Ess nochmal eine Karotte. Wunderbar. Super. Dann ist gesund, der kleine Mann. Doch, das muss man sagen. So. Gut, wir haben ja auch kaum andere Möglichkeiten. Bram, Guido, doch Bram, stimmt, war schon richtig. Ich werde es immer wieder verkacken. So, ich habe die Aufgabe erledigt. Gut gemacht. Brrr, diese Zäune werden jeden feindlichen Angriff standhalten. Wenn du einen geschlossenen Bereich einzäunen willst, brauchst du ein Tor, um hineinzukommen. Oh, wie nützlich. Brauchen wir aber nicht. So, hat der sonst irgendwelche Aufgaben für mich? Ich habe auch mal keine Aufträge. Sprich mich beim nächsten Mal an. Ja, wir verkaufen dem hier den Fisch. Der gibt uns nämlich massiv Geld dafür. Yeah. Der will natürlich auch noch andere Sachen kaufen. Wie viel haben wir denn von den Pilzen? Ja, von denen kann ich ruhig 5 Stück verkaufen. Und dann kaufe ich bei dem einfach nochmal die Larven. Und eine davon. Dann haben wir nämlich das auch. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein. Okay, wunderbar. Damit wir natürlich unsere Planetenvielfalt entfalten können, würde ich gerne hier die Steineiche nochmal setzen. Ja, machen wir die auf der anderen Seite. Das hat eigentlich beim letzten Mal gut ausgesehen. Wunderbar. Schön. Hier gibt es noch einen Pilz, eine Nutzpflanze. Ich möchte nämlich noch nicht schlafen, bevor meine Energie verbraucht ist. Schneiden. Schieben. Schieben bedeutet immer, wir können hier ein bisschen von den Sachen ernten. Wunderbar. Wie viel habe ich denn jetzt? 10, 11, 12. 13. Gibt es hier noch was? Nein, dann kann das auch bald wieder runtergeerntet werden. Das ist ganz gut. Wo ist denn jetzt hier noch ein Pilz? Habe ich den übersehen? Tschüss, Bram! Bei unseren Feldern. Okay. Wunderbar. Wie lange sind wir denn schon in der Aufnahme? 25 Minuten. Das passt eigentlich. Ich denke mal so, ich versuche so einen Fokus, so Pi mal Daumen, so 30 Minuten zu machen. Das ist eigentlich ganz gesund. Bei dem Spiel kann man das ruhig mal machen. Weil innerhalb von 20 Minuten schneiden, schneiden, schneiden. Nein, bringt nichts. Okay. Findet man einfach nicht so viel. Weizen noch. Dann noch mal eine Karotte. Dann kann ich eigentlich hier Fäden erstellen. Wir brauchen sowieso massiv viele Fäden. Dann noch mal Stoff. Einer müsste reichen. Mehr kann ich sowieso nicht machen. Dann haben wir das da. Für die Küche brauche ich noch ein bisschen Holz. Das ist soweit auch ready. Hier will ich hier aber trotzdem noch mal die Dinger mitnehmen. Weil ich hier ja schneiden, schieben, okay. Wunderbar, super. Jetzt gehe ich hier nochmal ins Feuer. Nehmen wir nochmal eine Fackel. Ich mache Trick 17. Das Saatgut verbrennt nicht, wenn es auf den Boden gefallen ist. Manchmal nimmt er auch zwei Sachen auf, wenn die genau ineinander liegen. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen, ja. Wenn das halt gut läuft, dann kann er mehrere pflanzen. Aber um ehrlich zu sein, würde ich darauf nicht bauen. Das ist dann eher so ein kleiner, schöner Zufall. Aber ich denke mal, wenn man Holz so aberntet wie ich, mit diesem Trick, kann man das eigentlich gut machen. Ich meine, wir sind mit dem Holz, stehen wir gut da. 58. Dafür, dass wir kaum Energieaufwand haben und nur einsammeln müssen, ist das wunderbar. So, 1, 2, 3, 4, 5.
6. Sieben. Ah, hier gibt es wieder Regen. Okay, da mal drüber, hier auch mal drüber. Dann ist alles wieder voll. Hier auch. Oh, super, die Eiche wächst. So, Feuer ist ausgegangen. Aber dafür, keine Ahnung, habe ich jetzt 8 oder 7 gepflanzt. Egal. 2 Stück mache ich noch. Und wenn es was wird, wird es was. Und wenn wir halt ein bisschen was vergammeln oder verkacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal 9, mal gucken. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Wenn sich halt Holz auflöst oder so, dann wissen wir es genau Bescheid. So, Holz läuft. Warte mal, Regen ist auch noch da. Wo? Da regnet es. Hier einfach hier drüber. Ah, Mist, war nicht ganz, hat nicht ganz gepasst. Es wäre schön, wenn die nochmal eine Ladung Wasser abkriegen würden. So, Baumwolle natürlich. Na, machen wir noch eine Karotte, das passt. So, Küche können wir jetzt aufbauen. Wunderbar, wir können jetzt ein Brot backen, ein Croissant, Seile. Schön, unser Haus wächst. Das passt doch schon mal. Wunderbar. Fäden. Ja, das ist eigentlich ganz gut. So, ein Seil brauchen wir. Ein Seil. Hammer. Ausbessern. Okay, wir brauchen noch ein Seil und Holz. Okay. Moon, guck mal, unser Haus ist schon etwas weiter. Wie findest du das? Ich sollte sie erstmal landen lassen. Die fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Guck mal, mein Haus. Schön geworden, ne? Super. Jo. Habe ich eigentlich Larven? Ja, ich habe ich gekauft. 5 Stück, wunderbar. Dann würde ich es so machen, bevor ich jetzt schlafen gehe. Ja, noch nicht. Später kannst du einen Steg bauen, dann ist die... Mist, falscher Knopf. Dann ist die Moon dabei und hilft und angelt mit dir. Oh, da wollte ich gerade Y drücken und habe es gerade noch geschafft. So, die Steineiche wächst. Super. Brauche noch 2 Minuten, dann lässt sie ein paar Eicheln fallen. Die können wir dann auch wieder einsetzen. Zumindest mal 1 oder 2. Ich denke mal... Ah, komm. Ich mache es wie bei meinem Planeten. 3 Stück. Sollte eigentlich ausreichen. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Alle guten Dinge sind 3. Komm, machen wir es so. 11 von den Pinien habe ich. Muss ich welche einpflanzen? Nein. Das Wäldchen läuft. Super. Was brauchen wir für das Labor? 100 Steine, 60 Holz und 30 Metall. Boah. Da ist aber not bad. Naja. Metall können wir ja vom Locker kaufen. Steine können wir hier so sammeln. Und Holz kriegen wir eigentlich relativ gut. So, Silbererz ist eigentlich ganz super. Metall, wunderbar. Bauen wir das Haus so schnell wie möglich einfach fertig. Hä? Dann ist der Käse gegessen, dann haben wir es hinter uns. Und super. Ich glaube, wenn wir das Labor fertig, das Labor dazu jetzt angebaut haben, müsste das auch fertig sein, das Haus. Wunderbar, hat alles super gepasst. So, jetzt können wir schlafen. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon für heute. Na, mache ich nochmal Kraft. Ja, das ist super. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, oder? Macht's gut, Leute. Ciao.